an diesem Sonntag ganz herzlich zu unserem Online-Gottesdienst. Voraussichtlich dürfen wir unter Einhaltung vernünftiger Abstands- und Hygienevorschriften bald wieder in der neuen Kirche zusammenkommen. Wann das aber sein wird, wann genau alle notwendigen Vorbereitungen getroffen sein werden, das können wir Ihnen leider noch nicht sagen. Auch gibt es hierzu einige Empfehlungen von Seiten der Landeskirche. Liebe Gemeinde, so möchte ich Sie heute auch wiederum online begrüßen. Ich möchte Sie begrüßen zum dritten Sonntag nach Ostern mit dem Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sind zusammengekommen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Jubilate. Wir feiern den Gottesdienst Jubilate. Und wir sind aufgefordert, Gott zu bejubeln. Jubilate Deo omnis terra. Gott sei bejubelt von aller Welt. Jubilate und Corona. Ein Gegensatz. Einerseits Jubel, Freude. Jesus ist auferstanden. Der Tod ist überwunden und wir erleben auch gerade das wunderbare Erwachen der Natur. Und dagegen stehen aktuell Pandemie, Krankheit, Ansteckungsgefahr, Isolation und Existenzangst. Ich glaube, liebe Gemeinde, wir erleben selten derart unterschiedliche Wirklichkeiten. So ist der Frühling in diesem Jahr ganz besonders schön. Er lässt uns aufleben, wir bestaunen die Schönheit der Natur. Und gleichzeitig müssen wir uns einer schlimmen Pandemie stellen, die uns mit ihrer großen Ansteckungsgefahr verunsichert und Distanz, Disziplin und Lebensfähigkeit abverlangt. Beides kommt in dem heutigen Psalm und in dem Gebet zum Ausdruck. Lassen Sie uns gemeinsam mit Worten aus Psalm 66 beten. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich, sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land, bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinen Namen, Selah. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelt das Meer in trockenes Land, sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Selah. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, dass unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Wir wollen beten. Ich bin nicht alleine, Herr. Mein Gott, es gibt Tage, an denen alles versandet ist. Die Freude, die Hoffnung, der Glaube, der Mut. Es gibt Tage, an denen ich meine Lasten nicht mehr zu tragen vermag. Meine Krankheit, meine Einsamkeit, meine ungelösten Fragen, mein Versagen.
Herr, mein Gott, lass mich an solchen Tagen erfahren, dass ich nicht allein bin, dass ich nicht durchhalten muss aus eigener Kraft, dass du mitten in der Wüste einen Brunnen schenkst und meinen übergroßen Durst stillst. Lass mich erfahren, dass du alles hast und bist, dessen ich bedarf. Lass mich glauben, dass du meine Wüste in fruchtbares Land verwandeln kannst. Gib mir offene Ohren, damit ich dein Wort höre. Gib mir ein offenes Herz und lass mich die Last der Menschen mittragen, so wie ich es vermag. Dann wird es ein Tag des Heils. Segne mich, guter Gott, und alle, die zu mir gehören. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns gemeinsam singen, ein Lied unter der Nummer 579. Dass jemand nach mir fragt,
So schlicht und einfach ist die Antwort auf die Frage, wovon ich lebe. So tief ist die Sehnsucht, gesehen zu werden, angesehen zu werden, mit liebevollen Augen, mit einem Blick, der mich würdigt, der sich für mich interessiert, von einem, der Zeit für mich hat, ein offenes Ohr, ein weites Herz. Dass jemand nach mir fragt, danach hungert mich. Und wenn ich das erlebe, ja, dann kann ich oft tagelang davon zehren. Da ist jemand nicht an mir vorübergegangen. Von dem Dichter Rainer Maria Rilke gibt es eine Geschichte aus der Zeit seines ersten Pariser Aufenthaltes, so um 1902. Gemeinsam mit einer jungen Französin kam er regelmäßig um die Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß und um Geld bat. Ohne irgendeinmal aufzusehen, ohne irgendein Wort oder Zeichen des Dankes oder des Bittens, hielt sie immer nur die Hand ausgestreckt. Die Frau neben Rilke gab häufig ein Geldstück, Rilke selbst gab nie etwas. Einmal fragte ihn die Französin nach dem Grund, warum er nichts gäbe. Und Rilke gab ihr zur Antwort: Wir müssen ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand. Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. Da geschah etwas Unerwartetes. Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose davon. Ein paar Tage war die Alte verschwunden. Ihr Platz blieb leer. Dann saß sie plötzlich wieder in ihrer gewohnten Haltung an ihrer Stelle. Sie war stumm wie damals und wiederum zeigte sie ihre Bedürftigkeit nur durch die ausgestreckte Hand. Aber wovon hat sie denn all die Tage gelebt? Fragte sich die Französin. Und Rilke antwortete: Von der Rose. Liebe Gemeinde, ich sehe die Geschichte jetzt nicht ganz unkritisch. Aber ich möchte daraus hervorheben, dass Rilke die Frau berührt hat. Er hat sie berührt, weil er sie angesehen hat und weil er ihr etwas ganz Besonderes geschenkt hat. Etwas, das mit dem man eigentlich Zuneigung und Bewunderung ausdrückt. Auch Jesus ist nicht vorübergegangen. Nie wird das von ihm erzählt, im Gegenteil. Immer wieder wird berichtet, dass Jesus in Beziehung zu den Menschen getreten ist, in eine heilsame Beziehung. Jesus weiß, und das vermittelt er immer wieder und aus tiefstem Herzen, dass wir Menschen nicht nur Brot zum Essen, sondern auch Brot der Zuneigung und der Zuwendung dringend brauchen. So ist es auch in der Geschichte von der Begegnung mit Zachäus dem Zöllner. Jesus kam nach Jericho und wollte durch die Stadt hindurchziehen. Und da war Zachäus, der Mann war Oberzöllner und er war reich. Zachäus wollte gerne sehen, wer Jesus wäre. Er hatte selbst einen großen Lebenshunger. Er konnte Jesus aber nicht sehen, denn Jesus hatte eine Traube von Menschen um sich herum und Zachäus war ein kleiner Mann. Also lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Als Jesus an dieser Stelle vorbeikam, sah er hoch und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und Zachäus lief schnell vom Baum herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Als die anderen das sahen, murrten sie und sagten: Ein Sünder ist er eingekehrt. Zachäus trat vor Jesus hin und sagte: Siehe Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemandem um etwas betrogen habe,
gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sagte, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, die Menschen zu suchen, die niemand liebevoll angeschaut hat, an denen man oft nur achtlos, also ohne Beachtung, vorübergegangen ist. Der Menschensohn ist gekommen, um Halt zu machen, vor allem auch vor denen, die übersehen, vielleicht auch verachtet werden, weil sie krank sind oder alt oder einfach nur anders. Und jetzt leben wir in einer Situation, in der die Alten und Kranken in einem ganz besonderen Fokus stehen. Sie müssen vor dem Coronavirus besonders geschützt werden, denn sie sind besonders gefährdet. Ich finde es toll, wie wir in Zeiten von Corona Nachbarschaften und Netzwerke wiederentdecken oder auch neu gründen, wie wir einander sehen. Die vielen Aktionen von Solidarität und gegenseitiger Unterstützung, analog und digital, die beeindrucken mich. Manchmal habe ich den Eindruck, als ist es fast ein bisschen so, als hätten wir nach diesem Miteinander lange gelächzt. Ich denke, es hilft und es tut gut, wenn wir uns gerade in diesen Zeiten der schweren Pandemie deutlich machen, wir sind nicht wirklich allein. Auch Jesus bleibt stehen. Er sieht uns an. Er fragt nach uns. Er will in unserem Leben sein. Immer und jederzeit, egal wie und wer wir sind. Und fragen wir noch einmal meine ehemalige Nachbarin, die stille Dame, die jetzt im Altenheim wohnt, fragen wir sie, ja, wovon lebe ich denn? Ich lebe davon, dass jemand nach mir fragt. Danke Gott, dass du nach mir fragst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen ein zweites Lied heute unter der Nummer 168.
uns gemeinsam beten mit einem Gebet von Sylvia Bukowski. Du, unser Gott, was wir bis hierher weit weg von uns glaubten, hat uns erreicht. Ein Virus, das so bedrohlich ist, dass es die gewohnte Ordnung im Land durcheinander bringt und unser Leben spürbar einschränkt. Viele von uns haben Angst vor dem, was noch werden kann. Viele wissen nicht, wie sie es schaffen sollen, was nun verlangt ist. Viele bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. Gott, alles ist so ungewohnt. Wir denken an die Infizierten, die in Quarantäne warten, was auf sie zukommt. Lass sie den Beistand erhalten, den sie brauchen. Wir bitten dich für die Erkrankten, die um ihr Leben kämpfen müssen. Halte deine Hand schützend über sie und bewahre denen, die sie behandeln und die sie pflegen, ihre Kraft und Menschlichkeit. Wie gut, dass so viele ihr Wissen einsetzen, um das Virus zu bekämpfen. Lass ihre Erkenntnisse allen Menschen zugutekommen und gib denen, die jetzt entscheiden müssen, wie es weitergeht, Weisheit, Mut und einen Blick für die, deren Leben sich dadurch ändert. Gott, stärke den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Weite unseren Blick für die, die uns gerade jetzt brauchen. Und lass uns über die Sorge um das eigene Leben nicht die vergessen, die schlimmer dran sind, die keine Hilfe erfahren, die an den Grenzen Europas um ihr Überleben kämpfen. Bring uns in dieser Krise zur Einsicht für das, was im Leben wirklich zählt. Und weck in uns Kräfte zum Guten. Und gemeinsam lassen Sie uns beten, wie auch Jesus Christus gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin in diesen Sonntag mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.